Auf die Plätze, Science. Ja, ich habe damals Physik studiert, da hat man mir vorher gesagt, also Physik ist stinklangweilig, ihr habt keine Frauen im Studium, es wird knüppelhart. Ich habe es nicht geglaubt, habe es studiert, es war leider trotzdem so. Und dann gab es irgendwann so ein kleines Hoch. Dann hat ein großes Literaturmagazin ein bisschen uns gepusht und hat ein bisschen Werbung für uns gemacht. Da habe ich gesagt, cool, das ist mein Experiment, ich bin Teilchenphysiker, plötzlich lernen die Leute was über mich. CERN-Forscher in Genf simulieren Urknall, cool. Dann las ich den Rest. Oh nein, so ein Mist. Und dann sah ich das Bild dazu, ein schwarzes Loch, was die Erde auffrisst. Da wurde nur Mist erzählt. Deswegen möchte ich euch heute erklären, was macht denn eigentlich so ein Teilchenphysiker? Teilchenphysiker ist super harmlos, das ist einfach nur wie ein neugieriges Kind. Er sucht was zum Spielen, es findet ein Überraschungsei. Und jetzt brauche ich Leute, die neugierig sind. Wer ist hier neugierig von euch? Passiert nichts, ja. Wunderbar. Also. So. Du findest ein Überraschungsei und was ist die Frage, die du dir stellst? Richtig, und das machen wir auch. Was ist da drin? Was macht man dann? Man macht es kaputt, man guckt rein, dann sieht man jetzt in dem Fall, oh, ein Airbus A380, super. Das ist der Standardmensch hört an der Stelle auf und der Teilchenphysiker ist der, der bis zum Geht nicht mehr weitergeht. Ja? Das heißt, der macht auch den A380 kaputt und guckt sich die Teile an, macht die kaputt und versucht bis ans Limit zu kommen. Und das war bis Ende der 60er Jahre das hier, das Proton. Okay, gut. Das ist ein schönes Spiel, Sachen kaputt machen und gucken, was noch drin ist, aber klingt ein bisschen langweilig. Ist aber an der Stelle richtig spannend. Ich habe da eine Diplomarbeit drüber geschrieben und ich möchte euch kurz erklären, warum es so aufregend ist. Wir nehmen Materie aus dem Alltag. Irgendwas, in dem Fall jetzt ein Mann mit einem Hähnchengrill stand und wir machen ein bisschen Teilchenphysik, nehmen den auseinander. Und jetzt haben wir vorher seine Masse bestimmt und bestimmen danach die Masse der Bestandteile und es ist natürlich das Gleiche. Das ist intuitiv völlig logisch. Ne? Jetzt sind wir bei dem. Man hat herausgefunden, das Proton besteht noch aus was anderem. Wir wiegen erstmal das Proton, hat irgendeine Masse, die Einheit ist jetzt egal. Und dann gucken wir, was ist da drin, was hat da Masse. Und dann sieht man, oh, guck mal, hier sind drei Quarks sind da noch. Das hat man herausgefunden. In der 60er war ganz stolz, hat die Masse von denen bestimmt und sieht, viel zu wenig, da fehlt was. Wo sind die Protonen? Also es sind wirklich nur diese drei Dinger da drin, die Masse haben. Aber die Summe der Massen ist viel zu klein. Wo ist die Masse? Das ist jetzt die 8000-Euro-Frage bei Jauch. Wen ruft ihr denn da an? Den Einstein. Er sagt einfach seinen Satz, er sagt, gleich im Zyklon und dann kannst du es so direkt weitergeben, hast du gewonnen, weil das ist immer richtig. Warum? Wo? Also, der sagt mir, hast keine M, nimm dir ein E, ist das Gleiche. Ja? Das heißt, wir finden keine Masse, dann suchen wir irgendeine Energie und die Energie ist es, die die Protonenmasse ausmacht. Aber welche Energie denn, verdammt nochmal? Wir nehmen mal, was für die Kraft steht, die wir im Alltag kennen, elektromagnetische Kraft, die sorgt dafür, dass wir nicht auseinanderfallen, dass wir im Handy telefonieren können, dass es schöne Fernsehsendungen gibt. Elektromagnetische Kraft, zwei Magneten. Wenn die weit weg voneinander sind, merken die gar nichts. Wenn ich die nah beisammenbringe, erst dann merke ich, wie die Kraft wirkt. Ne? Mit der Anziehung genau das Gleiche. Das ist mit allen Kräften so, mit der Gravitation auch. Wenn ich im Weltraum bin, falle ich nicht mehr auf die Erde. Das ist das gleiche Prinzip. Was ist das aber für eine Kraft, die die Quarks in dem Proton hält? Mit der ist es genau andersrum. Die heißt starke Kraft, die sieht man im Alltag gar nicht. Da muss man wirklich tief wühlen. Und mit der ist es hier Quark 1, Quark 2, wie mit so einem Gummiband. Je weiter ich das auseinanderziehe, desto stärker ist die Kraft und desto mehr Energie steckt auch in diesem Kraftfeld. Das ist eine total schräge Kraft. Da gibt es noch viel, was wir nicht verstanden haben. Habe ich in der Diplomarbeit nachgesucht. Ganz viel Energie in dem Kraftfeld, die Energie macht die Masse aus. Aha, verrückt. Ja, was kann man denn noch machen mit E gleich mc Quadrat? Naja, wenn zwei Sachen gleich sind, kann ich aus dem einen immer das andere machen. Gehen wir mal die Richtung. Ich nehme Masse, mache Energie. Geht das? Klar, das kann das. Das ist jetzt hier ein bisschen unbeliebt, glaube ich. Das ist so ein Atomkraftwerk. Dann nehme ich irgendwas Massives, einen schweren Atomkern, zum Beispiel Uran, spalte den und ein Teil der Masse geht flöten und wird Energie, elektrische Energie, steckloser Strom. Wunderbar. Die Richtung kennt jeder. Geht es eigentlich auch andersrum? Kann ich Energie nehmen und Masse zaubern? Klar. Dann nehmen wir unser Experiment. Jetzt kommen wir zur Doktorarbeit. Das ist unser Teilchenbeschleuniger. Was macht der? Der nimmt ganz viel Energie und zaubert Masse. Aus dem Nichts. Wie geht denn das? Haben wir wieder zwei Quarks mit dem Kraftfeld, ne? Gummiband. Und in dem Teilchenbeschleuniger krachen jetzt so zwei gegeneinander. Das Band wird auseinandergezogen. Immer mehr Energie, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann reißt, zack, und dann habe ich super viel Energie und mache mir daraus M. Und dann zauber ich Teilchen und Antiteilchen. Das ist die fiese Antimaterie aus der Zeitung. Die kann man daraus produzieren. Und man kann Teilchen produzieren, die man schon kennt, langweilig. Man kann aber auch ganz neue, aufregende Sachen produzieren. Das machen wir. So, wie machen wir das Ganze? Wenn ein Physiker Masse zaubern will, dann fährt er nach Genf, nimmt sich 3 Milliarden Euro, gräbt einen 27 Kilometer langen Tunnel, 100 Meter unter der Erde, nimmt sich Protonen, beschleunigt die auf Lichtgeschwindigkeit in die Richtung, nimmt sich noch einen zweiten Strahl Protonen in eine andere Richtung, auch Lichtgeschwindigkeit, kreuzt die, lässt es aufeinander krachen und dann produziert er ordentlich M aus E. Wie sieht es aus? Kann man sich schwer vorstellen. Deswegen habe ich ein Video mitgebracht. Ui, da ist noch so ein Pfeil drauf. So, wir gehen jetzt mal nach Frankreich, 100 Meter unter die Erde. Da ist ein Teilchenbeschleuniger, der funktioniert wie Omas Röhrenmonitor. Da sind elektromagnetische Kraftfelder drin, die lenken diesen Protonenstrahl ab. Nicht nur zur Sau, jetzt sind wir schon in der Schweiz.
sondern auch nach vorne. Da sehen wir unser Proton mit den drei Quarks. Bewegt sich normalerweise mit Lichtgeschwindigkeit. Ist hier jetzt ein bisschen verlangsamt dargestellt, dass man das Ganze mitkriegt. Da werden jetzt die Strahlen gekreuzt. Und das ist unser Experiment. Das heißt Atlas. Das ist sowas wie eine ganz große Digitalkamera, die wirklich einmal rundherum um den Punkt geht, wo es gleich scheppert. Proton trifft Proton, Quark reißt an Quark, Band wird immer gespannter. Zack, Bumm, Materie, Antimaterie, ganz viel fliegt nach außen weg. Das Ding macht viele Fotos, schaut zu, schickt es zu mir auf den Schreibtisch und ich gucke mir das an und sage, was wir dann da Spannendes gefunden haben. Aha, gut. Ja. Das ist unsere Digitalkamera, das Ding heißt Atlas-Detektor und das sucht Antworten auf die spannendsten Fragen, wie wir finden zumindest. Eine Sache zum Beispiel, guckt man ins Universum, sieht man ganz viele Sterne. Kann man gucken, wie hell leuchten die, dann weiß man ungefähr, wie schwer die sind, zieht die ganzen Massen zusammen und dann merkt man, scheiße, im Universum muss es noch viel mehr geben. Wir verstehen nur 3% von der Masse und Energie im Universum. Wir sehen 3%, aber da müssen noch 97% komisches Zeug sein. Was der Physiker nicht sieht, nennt er dunkle Materie. Kennt er bisher noch nicht, weiß er überhaupt nicht, was es sein soll. Aber wir hoffen, dass wir aus Energie vielleicht so ein bisschen dunkle Materie zaubern. Und wenn die Kamera zuguckt, haben wir sie endlich mal gesehen. Gut, das ist die eine Frage. Im Universum ist noch vieles ungelöst. Aber auch bei diesen drei Jungs. Ne? Ich habe gesagt, wie das so funktioniert, warum das Proton viel mehr Masse hat als die drei. Aber warum haben die drei denn überhaupt eine Masse? Und warum dann auch gerade so viel? Ja, das haben wir auch noch nicht verstanden, da gibt es auch ein Modell und da müssen wir auch wieder so ein neues Teilchen finden, was wir erst aus Energie zaubern müssen. Das ist Higgs-Teilchen, das kennt man vielleicht aus der Zeitung und das hoffen wir irgendwann auch mal in unserer Kamera zu sehen. So, jetzt weiß ich ja, wie das funktioniert, habe ich euch erklärt, habt ihr verstanden? Warum ist es so kompliziert? Seit letztem Jahr März läuft das Experiment auf Hochtouren, aber wir haben noch nichts gefunden. Das liegt daran, dass ein Mann auch mal nicht recht hatte. Er hat einmal gesagt, Gott würfelt nicht. Das heißt, er hat gemeint, wenn irgendwas passiert, zum Beispiel das Band reißt und ich produziere Materie, kann ich genau sagen, was, wenn ich genau weiß, was passiert. Wenn ich jetzt hier was fallen lasse, weiß ich, fällt da runter. Aber das stimmt nicht immer, weil wenn wir den Chef persönlich fragen, sagt er, nein, ich würde nicht. Was damit gemeint ist, ist auf so mikroskopischen Skalen die Quantenmechanik. Das heißt, ich kann keine eindeutigen Aussagen mehr machen, ich kann nur noch mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Das heißt, ich kann die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass zum Beispiel dieses Higgs-Teilchen, was ich suche, irgendwann mal rauskommt. Gut, dann schnappe ich mir einen theoretischen Physiker und sage, rechne mal aus, ich suche dieses Ding. Und dann sagt er, das Higgs-Boson hat einen Produktionswirkungsquerschnitt von 80 Picobahn. Das heißt auf Deutsch, das zeigt sich kaum, das ist ganz schwierig. Ich als Experimentalphysiker stelle mich daneben und sage, kein Problem, Schraubenschlüssel in die Hand. Ich baue euch einen Teilchenbeschleuniger mit einer Luminosität von 10 hoch 34 pro Quadratzentimeter pro Sekunde. Was heißt das auf Deutsch? Das heißt, naja, wenn sie es kaum zeigt, schmeißt einfach genug Protonen aufeinander und irgendwann siehst du es schon. Ne? So weit, so gut, haben wir gemacht, aber dann gibt es auch immer diese nörgelnden Menschen, die einfach nur alles kritisieren und die sagen, habt ihr euch mal überlegt, was das heißt, was ihr gerade gesagt habt? Ja, wieso? Also, wenn man viel aufeinander wirft, sind das 40 Millionen Kollisionen pro Sekunde. Wenn man immer ein Foto macht mit der Kamera, sind das 64 Terabyte, also 100.000 CDs Daten pro Sekunde, die man wegschreiben müsste. Das können wir nicht. Wer schon mal was aus dem Netz geladen hat, weiß, das ist ganz schön viel. Das schaffen wir nicht. Da haben die Physiker was gebaut, das heißt Triggersystem, was unsere Kamera hat. Ein dreistufiges Triggersystem. Das muss aus 40 Millionen Ereignissen pro Sekunde ein interessantes rausfinden und das wegschreiben. Wie soll es denn das machen? Machen wir mal ein Beispiel aus dem Alltag. Ich habe gesagt, wir suchen das Higgs-Teilchen. Extrem selten, schwer zu finden. Ist wie Physiker sucht eine Frau. Ja? Dann, was macht er? Dann geht er in die Stadt und dann hat er natürlich sofort das Problem, dass pro Sekunde 1000 auf ihn zulaufen. Jetzt muss er aber die eine interessante finden. Was macht er? Er muss auf unterster Ebene, also ganz schnell, ganz grob sortieren. Das macht unser Detektor auch. Nimmt sich ein Merkmal, zum Beispiel Frau. Und dann natürlich Mann, Frau und dann ist schon mal die Hälfte weg und dann bin ich schon mal klarer im Kopf, dann habe ich mehr Zeit. Dann suche ich mir was Bestimmtes raus. Das ist so ein Foto, was unsere Kamera macht. Da fliegen Teilchen, Antiteilchen nach außen weg. Jetzt sagt man, es muss ein bestimmtes Merkmal drin sein, was mir ganz wichtig ist. Zum Beispiel, jetzt wieder das Praxisbeispiel, ganz große Augen. Und dann suche ich mir zum Beispiel, sagt, das heißt es hier, ich möchte so eine ganz bestimmte Spur da drin haben. Ne? Und das ist wirklich die Analogie, ganz entscheidend, da kommt es aufs Detail manchmal an. Wie stark ist diese Bahn gekrümmt, so wie im echten Leben? Wie schaut es jetzt genau aus? So, und dann sind wir auf oberster Ebene und da hat unser Detektor einmal pro Sekunde Zeit, eine ganz entscheidende Entscheidung zu fällen und dann muss er wirklich alles ganz genau auslesen, was er da gesehen hat. Jeden Punkt und jede Energie, jeden Impuls und dann bei jedem Winkel, bla bla bla. Und es ist super kompliziert, geht nur ganz selten, das ist wie Frau ansprechen, die mit ihr reden. Aber es lohnt sich, denn dann werden die wirklich interessanten Sachen auch nur gefunden. So funktioniert unser Experiment. So, das war's auch schon, jetzt noch so ein bisschen Übersicht. Das hier war nicht das Fußball-WM-Finale, sondern das waren unsere Teilchenphysiker im Kontrollraum, als zum ersten Mal zwei Protonenstrahlen kollidiert sind. Und ihr seht, wie die Leute plötzlich abgehen. Und das ist ganz bezeichnend für unsere Gruppe. Das ist ein ganz kleiner Teil unserer Atlas-Kollaboration. Wir sind in Wirklichkeit 3000 Menschen, die rund um die Uhr arbeiten. Und ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, was ein Teilchenphysiker macht und wofür der so steht. Denn Teilchenphysik ist einfach nur Neugierde an dem Unbekannten.
Teilchenphysik ist ganz viel Leidenschaft, denn wir schnappen uns, egal wo wir sind, Laptop, loggen uns ein an unserem Experiment, zum Beispiel hier unter der Dusche, schnell mal rausgreifen, gucken, oh, was haben wir heute für Teilchen gefunden, um wirklich dem Universum die allerletzten Geheimnisse zu entlocken. Und dabei haben wir auch ganz viel Kreativität und machen manchmal ganz nützliche Sachen, denn ihr sagt jetzt, okay, Universum, Teilchenphysik, bringen wir das was im Alltag? Nee, gar nicht. Also ihr zahlt die Steuergelder wirklich nur für unsere Neugierde, aber ab und zu kommt was Interessantes raus, zum Beispiel dieses sogenannte World Wide Web, was jetzt jeder benutzt. Das wurde am CERN erfunden, weil die damals gesagt haben, wir müssen irgendwie schnell Informationen austauschen. Bin fertig. Internet haben wir zufällig. Internet zufällig erfunden. Jetzt gibt es was, das heißt Grid Computing, kennt jetzt noch keine Sau, aber 3 Jahre vielleicht, dann habt ihr das auch alle zu Hause und benutzt das. Und man hat rausgefunden, das ist ein Bild vom Klinikum Heidelberg, da hat man was Neues gebaut, da hat man nämlich rausgefunden, dass man mit diesen Strahlen aus dem Teilchenbeschleuniger Krebstumore wegschneiden kann von Leuten, die man sonst zum Sterben nach Hause schicken müsste. Durch Zufall, aber ab und an kommt doch was ganz Nettes bei rum. So, das war's wirklich. Vielen Dank.